Timmy, hast du deinen imaginären Freund? Wen hast du da eben gegrüßt in der Pause? Hä? 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 Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Timmy wird nass. Nein, Hogwarts Legacy. Sieh und mal an. Wir sind hier haben in der die Wassermenschen Welt Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Der Wassermenschen? Aber hier brauchen wir Schmetterlinge. Da ist einer. Wir brauchen Lumos. 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 Ach. Wir brauchen erst Confringo. Und jetzt brauchen wir Lumos. So. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Echt, ey. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Ja, wo ist der denn? Confringo. Toll gemacht. Super. Lumos. Und da ist der letzte. Gut. Oh, Timmy. Pass auf dich auf. So. Ich liebe diesen Zauberstab, diese Funktion. Ich finde die schick. Komm, mein Kleiner. Du hast hier eine Aufgabe. Was haben wir hier? Ein Artefakt soll ich nehmen. Nerida wird sich darüber freuen. Revelio. Ach, jetzt können wir schon wieder zurück. Das war alles. Das war ja eine kleine Aufgabe. Das ist wichtig. Wir müssen alle erledigen, die man machen kann. Weil die werden gezählt. Und die zählen. Ja. Guck mal. Das geht ab hier, ne? Das geht ab. Ist der Typ da immer noch da? Ist er jetzt endlich weg? Hat er jetzt ein warmes Plätzchen gefunden? Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Schön, dass wir gesunde diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Dank! Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Cool. Ich muss das unbedingt untersuchen. Ich habe keinen Platz für ein Reittier. Oh, was denn jetzt? Timmy! Revelio. Ich wollte doch bloß ein bisschen Revelion. Auf den Weg zu Sebastian. Aber hier winkt nichts. Hier waren wir auch noch nicht. Flieg mal hier so lang. Im Tiefflieg. Oh, hübsch. Revelio. Das ist schön, ne? Das Fenster hier ist gut. Das gefällt mir. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier noch was kommt. Guck mal, hier ist was. Erstmal ist hier eine Truhe. Revelio. Und da ist sie schon. Madame Kogawa hat gerade ein Geld gelegt. Gut, wir werden jetzt uns mal langsam in Richtung. Oh, ich verfolge derzeit nichts. Aufgabe bewegen, wollte ich sagen. Hier. Das ist doch hier, ne? Revelio. Da
Da lang? Aha. Wie sich Sharp wohl sein Bein verletzt hat? Jetzt läuft übrigens alles super. Jetzt gehen wir hier durch. Jetzt ruckelt's erstmal. Man muss eine Weile warten, dann stellen sich die Framerate von alleine richtig wieder ein. Revelio. Ich hoffe, dass es immer noch mal Bing sagt. Wie habe ich das schon tausendmal gemacht? Huch! Hier ist hier wieder die olle Brücke. So schnell geht das nicht. Da wollte ich nochmal nachschauen, wie das gemeint ist. Und dann... Ich hätte es besser wissen sollen als... Sei bloß vorsichtig da oben! Warte mal. Revelio! Da ist sie. Dann kommt man da wahrscheinlich an die Truhen ran. Kommt man da auch so ran? Mal gucken, ob man hier landen kann. Hier? Guck, geht nicht. Ich vermute mal, dass man denn, dass denn da irgendwie die Deckel aufgehen und man an diese Truhen rankommt, die da unten drinnen stehen. Revelio. Ah, das Piwi wieder. Aber jetzt habe ich hier nur ein bisschen über 40 und das sieht, merkt man auch, ne? Es läuft sehr. Durchs Gebäude hier. Ach, jetzt hat er einen Nachlader. Guckt euch das mal an. Du. Revelio. Ich habe eine SSD drin. Also nicht eine SSD, sondern so eine M2V-Dingens da. Und diese Sache mit dem Skriptorium hängt mir noch ziemlich nach. Nie wieder. Er sieht ja nichts. Er muss immer durch den Zauberstab hinhalten. Ominous. Ich mag ihn, der ist mir sehr sympathisch. Ein sehr netter, zurückhaltender Mensch. Sebastian kann ich aber auch verstehen. Also die Figur hier, der hat ja das Problem mit seiner Schwester und möchte ihr einfach die Schmerzen nehmen. Revelio. Wo ist denn der? Ach, da. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig.
Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Okay. Revelio. Das war's dann hier wieder. Ich weiß nicht, was hier für Winde unten gehen oder ob Timmy immer rumflatuliert, dass da im Keller seinen Umhang so wackelt. Guckt euch das mal an. Hier, der ist ja, der hat ja Eigenleben. Aufträge. Jetzt können wir uns. Sprich mit Amit. Triff sie bei. Wir bleiben jetzt gleich mal dabei, ne? Würde ich sagen. Weil. Das ist so. Revelio. Hier war was. Da oben ist was. Ich höre was. Hier drinne. Aha, ich war hier noch nicht drin. Alohomora. Revelio. Das ist aber ziemlich laut hier. Wo ist das denn? Alohomora. Kümmern wir uns erstmal um die Schlösser. Revelio. Hier geht es auch noch weiter runter. Da können wir gleich gucken. Da ist auch noch mehr. Liebe Diener. Aha. Wo ist das denn? Das ist nicht hier drin, ne? Revelio. Ach, da oben! Die Schweinebacken. Ah, jetzt gehen wir nochmal die Treppe runter. Die wir eben entdeckt haben. Und gucken mal, was da so ist. Da war auch noch ein Schloss. Glaub ich. Alohomora. So. Entschuldigung. Revelio. Kein Mega-Power-Trank. Na, das ist nicht so schlimm. Aha. Da ist noch was. Oh, cool. Eine Brille und ein Hut oder so. Dann haben wir das hier auch geklärt. Ja, man muss hier wirklich drauf achten, ne? Ich habe mich schon immer gewundert, warum das hier so rumbingt. Jetzt weiß ich's. Also merken. Immer schön revelieren. Revelio. So, aber jetzt werden wir nicht noch mehr Zeit vergeuden. Die Weltkarte, da. Da oben müssen wir hin. Da.
Das geht am einfachsten, ne? Revelio. Na gut, wir gehen jetzt erstmal. Da sind Schlösser. Warum sind hier Schlösser? Hier ist doch nichts mehr. Hä? Alohomora. Verstehe ich nicht. Wenn ich die Sachen einmal geknackt habe, dann bleibt das auch eigentlich so. Revelio. Sag ich doch, hier ist aber noch eine Truhe. Hier unten drunter. Da ist auch noch was anderes. Was ist das da? Das kann ich jetzt hier nicht machen. Komm. Was denn? Revelio. Ach, hier ist so ein Ding. Huch. Ich will mal gucken, ob man hier irgendwie hinkommt. Nee. Was haben wir da? Den haben wir aber schon, ne? Der würde ja sonst angezeigt werden. Aber hier ist noch was anderes. Und ich brauche nur noch zwei. Dann habe ich das nächste geschafft. Ah. Timmy, was ist denn mit dir? Ich habe doch gar nicht gedrückt. Was ist denn dein Auftrag hier? Mach, was ich möchte. Der Junge hat auch seinen eigenen Kopf, hat er. Ja, ist ja auch eigentlich richtig so. Das wäre cool, wenn die Geschichte, wenn die Figur eigentlich alleine spielen würde können und man eigentlich nur mit ihm zusammen. Ich schwöre, keiner von Revelio. Euch hätte noch seinen Kopf auf den Schultern, wenn... Komm her, du freches Bein! Ja! Pringo! Defendo! Man muss nicht alles machen. Man muss nicht Revelio. Alles machen, was hier Böses von dem das Spiel von einem verlangt. Das wollen wir hier mal festhalten. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Huch, jetzt habe ich aber gedrückt. Aber hier ist nichts weiter. Hier ist bloß eine olle Höhle. Hier waren wir ja auch schon tausendmal. Ja, da ist noch so ein Beutel. Na gut. Die das Truhe ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ist hier viel interessanter, an die ich hier nicht rankomme. Kommt man hier unten irgendwie hin? Kein Zutritt mit Besen. Ich will ja nur mal gucken, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Hier würde man reinkommen. Nee, hier kommt man auch nicht rein. Revelio. Komisch. Ehe zu Sebastian. Aha. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich muss nochmal drücken. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern.
Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Solange es geht. Gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Nach mir? Im Schatten der Mine. So. Revelio. Ach, hier unten war ich schon. Da vorne sind sie. Geh du voran. Still wie ein Grab. Ich bin still wie Revelio. Dein Grab. Da bringe ich dich dann niemand rein. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Das wirst Renrocks du sehen. Anhänger meinen es ernst. Ihr werdet alle sterben. Ich werde euch verderben. Das hast du mit Absicht gemacht! Reich mir mal den Feuerwhisky. Du musst lernen zu teilen. Ich will aber kämpfen. Geht das trotzdem? Warte mal. Ich habe schon meinen Finger auf X. Ist zwar sehr risikovoll. Mechanicus Totalus. Wer ist das? Nix. Den war nicht gut. Kann auch mal passieren. Der Wein war schlecht. Da hat eine Fliege reingepisst. Oder so. Wo willst du hin? Du? Ja, genau. Du kannst dir am Po kratzen, ohne dich zu verrenken. Das muss man erstmal können. Warte mal. Petrificus Totalus. Hab ich wirklich was gehört? Du hast was gehört? Oh. Wo guckt der? Scheiße. Was hast du denn gehört? Was denn? Ah! Dreh dich doch nicht um! Von Gringo, schon alles? Gepulsum. Defindum. Ah! Ach, kann ich nicht. Revelio. Revelio. Ich hab doch gesagt, ich will hier Remi-Demi machen. Hä? Von Gringo. Was denn? Renrocks Anhänger verdienen Revelio. Alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Ja, es ist ja... Geht nicht anders. Ach, ich habe ja hier das noch was... Das ist aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. In der Tat. Ach, das hat mein Freund Pepe auch immer gesagt. In der Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Heimlich? Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Oh, das geht? Oh, hier sind so viele. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir... Ja, entspannt! Komm, Gringo! Impulsum! Protegen! Ist da jemand? Defindo! Na, ich? Gringo! Die Sendung nicht auf! Dabei wird noch gesammelt! Ich werde an den Boden rächen! Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ziemlich relativ. Wie wahr? Das war relativ spaßig. Was ist denn mit ihm? Was? Sebastian. Ach Mann, er ist ein bisschen skrupelloser, ne? Hier waren wir schon. Und sowas von waren wir hier schon. Aber ob wir hier drinnen schon waren, das weiß ich nicht. Ob man da überhaupt schon reinkam, das weiß ich auch nicht. Ich habe auch noch eine Höhle, die wird als Höhle angezeigt und da kommt man nicht rein. Ich weiß es deswegen nicht, weil wir hier schon an so vielen Orten waren. Komm
als wären es schon Stunden. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Petriticus Totalus! Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Revelio! Verstehe ich warum. Was ist denn das? Ach, Malvenkraut. Er bleibt die ganze Zeit unsichtbar. Cool. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Hier drüben! Ich werde nicht ruhen. Zerst du. Protego, du vor! Gringo! Ach, hier! Hä? Wie viele von Renrocks Ach so. sind hier? Scheiße. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Ich hab wieder was vergessen. Revelio. Revelio. Hier können wir, hier müssen wir auch. Aber erst... Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Wingardium Leviosa. Gucke mal hier. Oh. Scheiße. Und jetzt? Wie kommen wir denn da jetzt wieder ran? Cool. Und nu? Na super, das klappt ja hervorragend. Ja, dann haben wir jetzt hier wohl ein... Oh. Komm, Fring! Fehler gefunden. Warte mal, ich kann ja sag mal damit. Ah, hiermit geht's. So. So. Revelio. Wingardium Leviosa. Vielleicht reicht das so schon? Reicht schon. Gut. Revelio. Genau! Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Ganz Vielleicht leise. Sind es die haarigen Beine, die sehnenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizend. Vielleicht hast du auch haarige Beine. Ja, pfui. komm. So. Da ist aber noch eine Truhe. Revelio. Hier unten ist auch noch Zeug. Ich sehe das. Nicht, dass sie denkt, ich sehe das nicht. Man kann auch schnell schleichen. Man kann schnell einen schleichen lassen. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Ah, hier kommen wir sowieso hin. Okay. Brauchen wir Reparo? Habe ich hier nirgendwo, ne? Gut. Erstmal Reparo auswählen, so. Reparo! Oh, wir sind bei 30 Minuten. Cool, Sebastian. Wir müssen mal eine kurze Pause machen. Timmy muss mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, guck, er hat genickt.